Kaliningrader Unfallstatistik auf stabilem Niveau. In Kaliningrad existiert das System Sicherheit in der Stadt. Über eine Vielzahl von Kameras werden zentrale Punkte in der Stadt und die dortigen Vorgänge beobachtet. Das System hilft, die Stadt sicherer zu machen. Auf die Qualität des Verhaltens der Fahrzeuglenker hat das System keinen Einfluss, aber es erfasst alle Vorgänge. Und somit hat die Kaliningrader Innenverwaltung jeden Monat die Möglichkeit, einen Zusammenschnitt der interessantesten Verkehrsunfälle zu veröffentlichen. Der interessierte Zuschauer, der diesen Beitrag irgendwann abends bei einem gemütlichen Feierabendbier oder einem anderen kulturvollen Getränk konsumiert, kann bei einigen Vorgängen nur mit dem Kopf schütteln. Im Beitrag der Kaliningrader Verkehrspolizei vom Dezember 2019 gehen aber auch eindeutige Warnhinweise an die Fußgänger in Kaliningrad aus, sich im Straßenverkehr nicht auf ihre gesetzlich verbrieften Rechte, insbesondere an Fußgängerüberwegen, zu verlassen. Im Dezember haben die Kameras insgesamt 302 Verkehrsunfälle erfasst und wurden den Ermittlungsorganen übergeben. Das Informationsportal des russischen Innenministeriums hat bisher nur das Unfallgeschehen im Kaliningrader Gebiet bis einschließlich November 2019 veröffentlicht. Insgesamt ist aus diesen 11 Monaten zu ersehen, dass es keine wesentlichen Änderungen zum Unfallgeschehen im Vergleich zum Jahre 2018 gibt. Vergleicht man allerdings die Zahlen zu den Todesfällen im Straßenverkehr mit den Jahren 2015 und 2016, so ist der Rückgang doch als sehr positiv zu bezeichnen.